Wir zeigen dir in diesem Video die wichtigsten Hotkeys, mit denen du in Windows schneller arbeiten kannst. Wir haben einige eher unbekanntere Hotkeys mit drin, andere hingegen sollten schon einige von euch kennen. Mit STRG C kannst du Texte oder Bilder kopieren. Mit STRG X schneidest du ein Element aus. Das Element verschwindet von dem ursprünglichen Ort, sobald es woanders eingefügt wird. Mit STRG V kannst du deinen kopierten oder ausgeschnittenen Teil irgendwo einfügen. Mit Alt und Tab kannst du zwischen Fenstern hin und her springen. Halte einfach Alt gedrückt und springe dann mit Tab zwischen den Fenstern hin und her. Du musst also hier nicht mehr die Maus benutzen, wenn du verschiedene Fenster öffnen möchtest. Mit der Windows-Taste und M kannst du alle aktuellen Fenster minimieren und dann wieder nur die Fenster öffnen, die du aktuell wirklich brauchst. Wenn du nur kurz was vom Desktop öffnen möchtest, kannst du auch Windows und D drücken. Wenn du die Kombi dann nochmal drückst, öffnen sich wieder alle bisherigen Fenster. Möchtest du etwas aus deinem Datei-Explorer öffnen, kannst du einfach Windows und E drücken. Hier kannst du dich dann normal mit den Pfeiltasten und Enter hin und her navigieren. Anwendungen größer machen oder minimieren kannst du übrigens mit Alt, Pfeil nach oben oder nach unten. Mit Alt und den Pfeiltasten rechts und links kannst du vor- und zurückgehen, ohne auf die Tasten oben zu drücken. Mit STRG A kannst du alles markieren, so zum Beispiel hier alle Elemente. Suchst du etwas Spezielles, zum Beispiel ein Programm, ein Wort oder eine Datei, kannst du mit STRG F die Schnellsuche öffnen. Hast du deine Datei dann endlich gefunden, kannst du sie mit F2 einfach umbenennen. Rückgängig kannst du das zum Beispiel und eigentlich auch alles andere mit STRG Z. Aktualisieren kannst du normal mit F5. Das geht eigentlich bei allen Programmen. Möchtest du ein Programm schließen, hilft dir der Klassiker, nämlich Alt F4. Wenn mal gar nichts mehr geht, kommst du mit STRG, Alt und Entfernen in ein Notfallmenü, wo du auch den Task Manager öffnen kannst. Hier kannst du übrigens auch deinen Bildschirm sperren. Noch einfacher kannst du deinen Bildschirm mit Windows und L sperren. Das kann wichtig sein, zum Beispiel wenn du in einem Büro arbeitest. Das war's auch schon. Schreib uns gerne mal in die Kommentare, wie viele Hotkeys du schon kanntest. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.